Guten Morgen. Ja, es ist wieder ein wunderbarer Tag. Unser Dach ist immer noch nicht ganz fertig. Das ist sehr traurig. Aber wir machen zumindest Fortschritte. Und gestern haben wir ja unglaublich viel Holz gesammelt, weshalb wir jetzt uns an das letzte Stückchen Dach heranwagen können. Und dann ist dieses Märtyrium endlich abgeschlossen. Hier, wir haben über. Nein. Über 64 zusätzlich und so viel brauchen wir gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Von diesen, ja, es ist ja keine Treppe, sondern es ist ein Dachelement. Und die versuchen wir hier noch in Reih und Glied anzubauen. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich hier später wieder ein Loch reinmachen werde in das ein oder andere Teil vom Dach, um dann hier später so eine Art zusätzliche Ausguck-Luke zu machen, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht von außen und natürlich auch von innen. Außerdem werde ich hier vielleicht sogar noch eine Etage einziehen, das weiß ich jetzt noch gar nicht so genau. Vielleicht so eine zusätzliche Etage, mit der man dann. Oh, sogar zu weit gebaut. Wo ich dann so ein bisschen mein Fernsehzimmer oder sowas reinbastel, weil das muss natürlich auch hier reinkommen. Darf ja nicht fehlen. Fernseh ist was Wichtiges für mich, dass ich meine Samstagabendsendung und so die Nachrichten oder so anschauen kann. Das fehlt mir jetzt gerade auch richtig. Ist ein bisschen armselig derzeit abends. Kaum Unterhaltung. Die Frage ist vielmehr, was soll ich dann eigentlich anschauen? Denn der Postbote kennt meine Adresse nicht und kann meine Fernsehzeitschrift gar nicht bringen. Deshalb freue ich mich über jeden Input, der mir sagt, was ich angucken könnte. Wenn jetzt jemand da wäre, würde ich ihn sicher fragen, was seine Lieblingssendung ist. Das würde mich wirklich mehr interessieren. So, wir haben noch 18 Steinchen. Ach, was erzähle ich? Es sind keine Steinchen, es sind ja. Es ist ein Holz. Da fällt mir auf. Das ist total gefährlich. Oh Mann. Ah, das ist jetzt auch nicht so gut gelöst. Das machen wir hier mit Holz zu. Und wenn wir jetzt dieses Dach schon drin haben, dann wird das alles ganz schnell Formen annehmen. So, jetzt nehmen wir hier dieses Holz nochmal. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So gefällt mir das sehr gut. So, jetzt legen wir hier nochmal noch eine Etage tiefer. Und eins nach draußen. Und so müssen wir uns jetzt noch einmal ringsherum bauen. So, kann man da oben draufstehen und dann. Ja, kann man nicht. Mann, Mann, Mann. Oh, ist das schön hier. Guckt euch das an. Noch eine einzige Fackel. Dahin. Ach Scheiße, wie komme ich jetzt? Komme ich hier nicht nach oben? Nehmen wir erstmal diesen ganzen Dreck aus der Hütte raus. Ich muss hier nachher mal richtig durchstaubsaugen. Oder durchdrecksaugen. Das ist ja unglaublich viel Dreck, was hier drin liegt. So, raus mit dir. Und komm, was soll's, ich hole noch ein paar Lämpchen. Dummerweise hat die große europäische Behörde ja vor kurzem die, wie heißt's? Die Glühbirnen mit
zu viel Leistung verboten, was ich eine Schweinerei finde, weil sonst könnte ich jetzt hier ein einziges Ding hinbasteln und der ganze Raum wäre ausgeleuchtet. Mann, bin ich heute müde. Ich glaube, ich sollte ein bisschen länger ausgiebiger schlafen. Das ist ja echt unschön. So, das ist falsch hingesetzt. Aber man muss schon sagen, es sieht alles ziemlich schön aus. Ja, so hüpfend arbeiten funktioniert nicht so ganz, ne? Da bauen wir uns von außen nach oben. Zu hoch. Und setzen das dahin. Wobei, das ist natürlich total blöde jetzt. Also. Ha. Warum habe ich das nicht die ganze Zeit schon so gemacht? Gott, bin ich unbeholfen. Ich hoffe doch sehr stark, dass hier bald mal irgendwie was passiert. Ja. Nur noch die andere Hälfte jetzt machen. Ah, daneben gelangt. Und den falschen Block gebaut. Oh, nicht unter einem selber weggraben. Niemals den Ast wegmachen, auf dem man selber sitzt. So, ich gehe mal schauen, wie es denn so aussieht da drüben. So, hier bauen wir auch mal schnell noch was hin, dass man hier hochkommt. Schaut euch das an. Das wächst doch sogar ganz ohne beistehendes Wasser. Rennen wir mal hier rüber. Und gucken uns das Ganze mal an. Ja, doch, fürs erste Mal. Ist doch gar nicht so schlecht. Sieht aus wie ein Haus, oder? Finde ich doch. So, jetzt müssen da nur noch ein paar Fenster rein. Die basteln wir jetzt mal schnell rein. Und, upsala, mache ich mein Essen kaputt. Ich würde mal sagen, in der Küche kann man immer gut ein Fenster gebrauchen. Denn da braucht man ja schließlich Licht auf der Arbeitsfläche. Und dann würde ich mal sagen, hier drüben machen wir so einen Ausgang hin auf so eine Art Terrasse nach draußen. Hatten wir sogar noch eine Türe, aber die haben wir jetzt nicht dabei. Okay, hier ist natürlich noch nicht so arg viel Platz. Aber das wird natürlich noch. Okay. Und ich glaube, hier drüber mache ich noch ja, so einen kleinen Balkon. Das wäre doch mal was, oder? Genau. So. Die Erde ist natürlich jetzt noch ein bisschen hier unterhöhlt. Das muss natürlich noch anders werden. Aber hier nebendran setzen wir jetzt mal noch ein Fenster. Okay, das gefällt mir so schon ganz gut. Das ist auch fast synchron, aber eben nur fast zum Rest, der da drüber gebaut ist. Und jetzt holen wir noch diesen Dreck von hier oben weg. Oh, blende die Sonne. Ich habe mal wieder meine Sonnenbrille nicht dabei. Okay. Hier geht's rein, machen wir gleich mal zu. So, an der hinteren Wand würde ich mal sagen,
Da kommt auch ein Fenster rein, aber nur eins in die Mitte. Unsere Durchreiche. Hier können wir vielleicht mal diesen fehlenden Stein noch reinsetzen. Und wenn wir schon Sitzgelegenheiten dabei haben, dann stellen wir die doch einfach auch schon mal auf. Ja, vielleicht so. Nein, nicht so. Ich meine, wir sind ja ein kleiner Haushalt, da reichen einfach 4 Plätze oder so. So. Tisch ist dann mit. Nein, andersrum. Das ist doch elegant, oder? So, einen schönen Tisch. 4 Personen. Und wenn noch jemand zu Gast kommt, kann man immer noch hier eine zusätzliche Sitz hinbasteln, hier unterm Fenster kann man, nee, da machen wir keine Sitzgelegenheit hin, sondern da stellen wir lieber so ein Buffet nach vorne hin, dass man da vielleicht ein paar Blumen oder sowas draufstellen kann. Genau, das denke ich mal wird ganz schön, genauso wie hier links und rechts daneben, neben unserer Truhe, in der unsere Sachen immer noch drin sind, sehr erfreulich. Dann nehmen wir hier oben mal dieses überflüssige Zeug weg und machen die restliche Wohnung frei von diesem vielen, vielen Dreck. So, sehr schön. Und da hätte ich doch was anderes vor. Und zwar sowas hier. Das finde ich gut. Oh oh, ich höre irgendwas. Aber hier kann es nicht sein, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Ich werde verrückt. So ist das eine schöne Anordnung. Dann gehen wir mal in den ersten Stock und kümmern uns hier um die Fenster. Ich würde mal sagen, hier machen wir so ein breitformatiges Fenster hin. Das macht auch einen guten Eindruck so. Und dann müssen wir natürlich unser Schlafzimmer irgendwie noch eine Wand einziehen. Ich würde mal sagen, hier hin. So hoch muss es gar nicht sein. Eingang können wir hier hin. Na, vielleicht noch einen weiter. Dahin. So. Sehr schön. Na, ganz so viel Platz braucht man dann doch nicht, oder? Aber eine Tür brauchen wir noch. Also das hier muss wieder weg. So viel Platz kann ich mir dann doch nicht leisten. Und das hier kommt wieder weg. Da kommt dann noch eine Tür hin. Und das Bett stellen wir eins weiter nach hier drüben. So, genau, perfekt. Sehr schön. So, das tauschen wir noch durch Holz aus. Ah, so.
Jetzt ist das natürlich ein bisschen schlecht mit diesem Fenster da. Ach komm, was soll's, dann tun wir die Wand doch noch eins nach außen verlegen, das machen wir noch schnell. Ist natürlich schlechte Planung. Habe ich nie auf den Plan geschaut. Das geht damit vielleicht schneller. So. Weil die Fenster will ich natürlich da außen schon irgendwie symmetrisch haben. Das macht einfach einen besseren Eindruck. Sieht dann harmonischer aus. So, dann hier. Eieiei. Das dahin. Oh, ich habe keine Steine mehr. Naja, aber man kann sich ja vorstellen, wie es aussehen soll. Ich denke mal, hier habe ich noch ein paar Steinchen. So ungefähr. Dann betrachten wir das mal beim nächsten Morgen. Dann baue ich hier weiter und dann gehe ich auch endlich auf meine Erkundungstour. Dann lege ich mich mal schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht.